und blieb sie mit mir hier, Victoria, mir her. Ich war schon am Kölner Dom und ich habe auch schon Kölsch getrunken. Beides gefällt mir sehr. Auch das kann ich mir vorstellen. Klar, da spielen noch ein paar Dinge rein, wie der Verein möchte und. Also finanziell, klar, steht gar nicht zur Debatte. Aber da müssen einige Dinge passen. Kann man da mit Sicherheit drüber sprechen. Sehr. Stuttgart bleibt meine Heimat. Meine Freunde, Familie kommen aus der Region, von daher sehr verbunden. Ich denke, das Jahr 2019 war das erste Jahr, in dem ich komplett verletzungsfrei war, meine ganze Familie gesund geblieben ist, von daher, das war das Wichtigste. Die tollen Stadien, die vollen Stadien vor allem, tolle enge Spiele, ich denke, das trifft es ganz gut. Pflege und gute Friseure. Ah, schwer. Also ich glaube, das kann man gar nicht so beantworten, weil da spielt viel mit rein. Glück, Talent, Arbeit, auch an zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also ich denke, kann man nicht so richtig beantworten. Ja, also man trifft ja auch einige dann bei den Spielen in der dritten Liga. Klar, mit zwei, drei hatten wir schon besseren Kontakt, aber also man freut sich immer, wenn man dann die alten Kollegen hier trifft. Ja, ich muss mir eh überlegen, falls ich ein Tor mache, ob ich das denn überhaupt mache. Aber ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ich den noch bringen kann. Ja, ich kann mir gut vorstellen, von wem die Frage kam. An Silvester werde ich in London sein, eine tolle Zeit mit meiner Freundin und Freunden verbringen. Also, tolle Sachen habe ich vor. Klar, gesund bleiben, sehr wichtig für mich, weil ich schon ein bisschen was in meiner Miete habe stehen. Dann natürlich auch tolle Spiele abliefern und der Mannschaft helfen. Also mir persönlich fällt jetzt keiner ein auf die Schnelle, aber ich denke, da hat es bestimmt einige Jungs, die auch ein paar Spitznamen für mich haben. Ich denke, Innenrissel. Ja, die Zeit in Aalen, die, wie kann man es beschreiben, war schwer. Wir sind abgestiegen leider. Ich denke aber auch menschlich hat es schon einen weitergebracht, nicht nur mich, sondern auch die anderen Jungs, die da letztes Jahr beteiligt waren. Von daher im Nachhinein weiß man nie, ob das dann einem hilft oder ja, weiter nach unten drückt. Ich denke, ich bin auf der einen Seite ein ganz besonderer Typ, der auch ein bisschen Ruhe ausstrahlt. Auf der anderen Seite bin ich auch einer, der man dazwischen fegen kann, auch laut sein kann. Ich denke, das ist meine Art. Ich würde jetzt keinen Spieler nennen. Ich bin einer, der sagt, ich bastel mir mein Vorbild, suche mir die besten Eigenschaften von dem Spieler, die besten Eigenschaften von dem Spieler. Von daher, Toni Kroos, klar, sind mehrere Jungs dabei. Nein, ich habe so eine gute Technik, wie ich das verhindern kann. Das passiert mir relativ selten. Du bist und bliebst in meiner Seele, Victoria, mir.